Der Vietnamkrieg war ein langer, kostspieliger und spaltender Konflikt. Tausende von Menschen kamen ums Leben und darüber hinaus. Die Menschen wurden körperlich und seelisch zerstört. Das hat einen hohen Tribut gefordert. Der Vietnamkrieg, der 1954 begann und 19 Jahre dauerte, erstreckte sich über Süd- und Nordvietnam, Kambodscha und Laos, bis er schließlich im April 1975 mit dem Sieg der Nordvietnamesen endete. An dem Konflikt waren mehr als 1,5 Millionen Soldaten aus Südvietnam, den Vereinigten Staaten und Südkorea beteiligt, darunter auch Australien und Neuseeland und andere. Die menschlichen Kosten des Krieges waren enorm. Über 3 Millionen Tote und unzählige Verwundete und über 2 Millionen Flüchtlinge. Im September 1967 landete John Johnson mit seiner Armeeeinheit der 25. Infanteriedivision während des Krieges in Vietnam. Schon bald erkrankte Johnson an einer mysteriösen Atemwegserkrankung und landete im Armeekrankenhaus. Johnson tat sich selbst leid und hoffte, dass er krank genug war, um zur Genesung nach Japan geschickt zu werden oder vielleicht sogar den ganzen Weg zurück in die USA. Er erholte sich jedoch bald und kehrte zu seiner Einheit in das Kriegsgebiet zurück. Plötzlich wurde ihm klar, dass dies ein Umstand war, dem er nicht entkommen konnte. Johnson musste sich entscheiden, ob er ein Opfer sein wollte oder ob er sein eigenes positives Schicksal mit der Kraft seines Geistes, seines Willens und seiner Begeisterung gestalten wollte. Er machte eine Entdeckung, die sein Leben veränderte. Johnson fand heraus, dass er zuversichtlich vorankommen konnte, wenn er seine Einstellung änderte und sich entschloss, die Kraft der Bereitschaft und des Enthusiasmus in alles einzubringen, was ihm begegnete. Und wenn er Gott um Unterstützung bat. Auch der berühmte amerikanische Philosoph des 19. Jahrhunderts, Ralph Waldo Emerson, erkannte die Kraft der Begeisterung, als er sagte: "Ohne Begeisterung wird nichts Großes erreicht." Ja, Begeisterung, Leistung und Erfolg gehen Hand in Hand, aber die Begeisterung steht immer an erster Stelle. Begeisterung schafft Vertrauen, erhöht die Vitalität, steigert die Moral und schafft Loyalität. Enthusiasmus ist auch ansteckend und unbezahlbar. Wenn man darüber nachdenkt, stellt man fest, dass man Begeisterung an der Art und Weise, wie ein Mensch spricht, geht und sich verhält, spüren kann. Du erinnerst dich vielleicht an einige begeisterte Menschen, die du in deinem Leben kennengelernt hast. Sie sind Menschen, die mehr Interesse, Leidenschaft und Fokus zu haben scheinen. In der Tat scheinen sie unaufhaltsam zu sein. Andere sind gerne in der Nähe dieser enthusiastischen Menschen, weil sie optimistisch sind, Energie erzeugen und den Wunsch steigern, erfolgreich zu sein mit ihrer positiven Einstellung, mit der sie etwas bewirken können. Selbst wenn wir mit unzähligen Herausforderungen konfrontiert sind, können eine positive Einstellung, der Wille, etwas zu erreichen, und Enthusiasmus den Unterschied ausmachen. Sei selbst dabei, wenn wir mehr darüber erfahren, wie Begeisterung eine Gewohnheit ist, die jeder praktizieren und sein Leben verändern kann. Charles Schwab, ein wohlhabender und einflussreicher Stahlindustrieller, verdiente in den späten 1800er Jahren ein Gehalt von 1 Million Dollar pro Jahr. Auf die Frage, ob er wegen seiner außergewöhnlichen Fähigkeit, Stahl zu produzieren, ein so hohes Gehalt erhalte, antwortete Schwab: Schwab replied, "Ich betrachte meine Fähigkeit, die Männer zu begeistern, als das größte Kapital, das ich besitze. The greatest asset I possess. Und der Weg, das Beste, das in einem Menschen steckt, zu entwickeln, führt über Anerkennung und Ermutigung. Enthusiasmus erzeugt eine positive Einstellung. Sie hilft uns, nach Lösungen für Probleme zu suchen, die Chance in einer Herausforderung zu sehen
und eine Aufgabe mit Energie, Interesse und Vitalität zu erfüllen. Enthusiastische Menschen sind viel eher in der Lage, eine Aufgabe erfolgreich zu bewältigen, weil sie trotz des Drucks, der auf ihnen lastet, an das glauben, was sie tun. Lass uns also mehr über Enthusiasmus erfahren. Heute habe ich einen besonderen Gast bei mir, der sich intensiv mit dem Thema Enthusiasmus auseinandergesetzt hat. Don McIntosh hat als Traumakrankenpfleger, Seelsorger, Berater und Lehrer gearbeitet. Mit dem Netley Depressions- und Angstbewältigungsprogramm befähigte er Menschen aus allen Lebensbereichen, ihr Potenzial zu entdecken und ihre Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Don McIntosh, es ist eine Freude, Sie heute in unserer Sendung zu haben. Wir sprechen hier von Begeisterung. Was ist das? Nun, Begeisterung ist diese intensive Aufregung und Freude. Sie ist zukunftsorientiert. Sie gibt Ihnen Schwung in Ihren Schritten und in Ihrem Leben. Ihre Augen leuchten, Ihre Kinnlade fällt herunter. Sie sind engagiert, Sie sind konzentriert. Das ist es, was Begeisterung ausmacht. Wie kann Begeisterung unsere Gehirne formen oder umformen? Nun, Sie haben es untersucht. Sie haben sich jemanden angeschaut, der enthusiastisch ist, und Sie haben eine sogenannte funktionelle Magnetresonanztomographie gemacht. Und Sie können tatsächlich sehen, welche Bereiche des Gehirns aufleuchten, wenn man eine positive Einstellung hat, wenn man enthusiastisch ist. Und Sie wissen, dass das alles mit dem präfrontalen Kortex zusammenhängt, verschiedene Aspekte davon. Tatsächlich haben Sie 6 verschiedene Bereiche untersucht. Wenn ich mich recht erinnere, leuchten all diese Dinge wie ein Weihnachtsbaum auf. Und wenn das passiert, formt sich das Gehirn neu. Es organisiert sich um diesen enthusiastischen Gedanken oder diese Handlung herum. Was ist der Zusammenhang zwischen Bewegung und Begeisterung? Nun, die Übungsverbindung für Begeisterung ist, das ist sehr interessant. Sie haben Menschen studiert, die wirklich nicht so begeistert sind. Aber wenn man sie zum Laufen oder zu sportlichen Aktivitäten bewegen kann, passiert etwas. Sie scheinen aufzuwachen, sie haben mehr Vitalität, sie haben mehr Optimismus, sie haben mehr Enthusiasmus und sie haben das schon oft getan. Bewegung ist also etwas wie der Nährboden für Begeisterung. Wenn man rausgeht, wenn man wandert, wenn man spazieren geht, wenn man joggt, wenn man läuft, dann passiert etwas, das den Grundstein dafür legt, dass man den Rest des Tages viel begeisterter ist. Wie wichtig ist Begeisterung? Enthusiasmus ist für alles wichtig. Es gibt Forscher, die sagen, dass ohne Begeisterung eigentlich nichts passiert. Es ist also ein zentrales Element von entscheidender Bedeutung. Ohne Enthusiasmus wird nichts wirklich weiterverfolgt. Sie haben also tatsächlich Forschungen mit Ratten und Mäusen durchgeführt. Und sie haben gesehen, dass man diese Ratten und Mäuse zum Trainieren bringt und sie begeistert. Ihre Dopaminrezeptorzellen sind verstärkt. Und sie sind dann in der Lage, viele verschiedene Dinge zu erledigen. Ohne Enthusiasmus passiert im Gehirn eigentlich nichts. Sie haben also Lehrer und andere studiert. Und wenn sie die Leute nicht dazu bringen können, intrinsisch statt extrinsisch zu denken, dann gibt es keine dauerhafte Veränderung. Es muss also etwas geben, das von innen kommt. Enthusiasmus. Es muss von innen herauskommen. Es kann also keine Aufregung sein, die von außen kommt, um zu erregen. Es muss Begeisterung sein. Der Enthusiasmus ist also intrinsisch. Man muss etwas besitzen, um wirklich etwas zu bewirken. Kann man also Begeisterung lernen? Ja, wissen Sie, die Leute fragen, ist es gefangen oder gelehrt? Es ist eine Art von beidem. Man kann es lernen, aber es kann nicht von jemandem gelehrt werden, der nicht begeistert ist. Das kann man aber lernen. Sie haben tatsächlich Seminare durchgeführt und gelehrt, wie man fröhlich sein kann, wie man optimistisch sein kann, wie man enthusiastisch sein kann. Und dann haben sie später weitergemacht und verschiedene Gruppen untersucht. Aber sie erkannten, dass die Gruppe, der die Strategien der Begeisterung und des Optimismus beigebracht wurden, sich tatsächlich verbessert hat. Also ja, Enthusiasmus, auch wenn man ihn einfangen kann, kann tatsächlich auch gelehrt werden. Und das ist eine gute Nachricht. Warum ist es eine gute Nachricht, dass sie gelehrt werden kann? Nun, weil Enthusiasmus die Grundlage dafür ist, dass Menschen zum Beispiel von Depressionen oder Angstzuständen genesen können. Vielleicht sitzt man in einem Loch und hat keine Begeisterung, keinen Elan, keine Vitalität. Und wie kann man da wieder herauskommen? Nun,
Wenn Sie sich in ein Umfeld mit begeisterten Menschen begeben, und wir werden später darauf zurückkommen, woher kommt das dann wirklich? Dann können sich die Dinge radikal ändern. Ich werde später einige Beispiele dafür geben, wie das passiert ist, wo ich es selbst klinisch gesehen habe, und dann andere, vielleicht allgemeine Geschichten, die einige von uns kennen. Welche Auswirkungen hat Enthusiasmus? Nun, Enthusiasmus ist so etwas wie ein Spielveränderer. Wenn man einen Lehrer hat, der begeistert ist, kann das ganze Klassenzimmer verändern. Sind Sie schon einmal in ein Klassenzimmer gegangen, das wie ausgestorben war, aber dann haben Sie einen enthusiastischen Vortrag gehalten und schon bald sind die Leute aufgewacht und es hat sich etwas getan? Oder haben Sie schon einmal einen Vortrag besucht, wo jemand einfach unter Strom steht? Sie machen alle lebendig. Oder vielleicht haben Sie einen Gottesdienst besucht, wo es einen Pastor gibt, der einfach Feuer und Flamme ist. Die Dinge ändern sich einfach. Ich gebe Ihnen also einige Beispiele. Als ich vor Jahren in einem Krankenhaus arbeitete, sah mich eine Dame und sagte, ich bin ein begeisterter Kerl. Ich möchte, dass Sie sich um meinen kranken Vater kümmern und ich möchte, dass er bis zu den Feiertagen, bis Thanksgiving, am Leben bleibt. Und ich sagte, das wäre toll, ich komme vorbei. Ich ging rüber und brauchte wirklich einen Job. Also wollte ich, dass dieser Mann am Leben bleibt. Vielleicht aus den falschen Gründen, aber ich wollte, dass er am Leben bleibt. Und ich fragte, was treibt diesen Mann an? Was macht ihn? Ich kannte das Wort damals noch nicht in diesem Zusammenhang, aber was macht ihn intrinsisch motiviert? Was begeistert ihn? Und ich konnte nichts finden. Er lag einfach nur da. Es war nichts los. Und dann bemerkte ich eines Tages, dass der Fernseher lief und da war dieser Mann mit dem Namen, ich glaube er hieß Harry Carey oder so ähnlich, und er sang ein Lied vor einem Baseballspiel, Take Me Out to the Ballpark. Das sang er dann. Und alle fingen an zu jubeln und es gefiel ihnen. Die Mannschaft, die er verfolgte, verlor immer. Aber nur wegen der Art, wie er sang und nur wegen der Art, wie er war, würden die Leute diesem Team zusehen. Ich meine, sie haben sie jahrelang beobachtet. Sie waren nur wegen dieses begeisterten Moderators Fans. Der Typ, den ich sehe, hört das und sagt, oh, mein Team ist dran. Er setzte sich auf und rollte auf sie zu. Ich sagte, das war's. Dies ist der intrinsische Motivator. Dies ist ein Knopf für seine Begeisterung. Also begann ich, den Fernseher dorthin zu bewegen, wo ich ihn sehen wollte. Wenn ich wollte, dass er sich umdreht, habe ich ihn auf die andere Seite des Bettes gelegt. Und so würde er suchen. Dann habe ich es zurückgeschoben. Schon bald wurden seine Wunden am Rücken besser. Dann habe ich gesagt, Mann, das ist toll, aber er muss aufstehen können. Also schlief er einmal ein und ich stellte den Fernseher in den Flur. Er wacht auf und fragt, wo sind die Welpen? Wo sind sie? Ich sagte, sie sind am Ende des Flurs. Er sagt, ich muss aufstehen, also steht er auf. Ich setze ihn in den Rollstuhl. Schon bald werde ich ihn in den Rollstuhl setzen. Ich bringe ihn in den Flur. Er sitzt im anderen Zimmer. Und der Unterschied war die Begeisterung. Er hatte diesen Motivationsfilm gesehen. Er hatte diesen Motivationsmoderator. Und dieser Enthusiasmus des Sprechers hat ihn dazu gebracht, Dinge zu tun, die er sonst nicht getan hätte, obwohl die Mannschaft schlecht war. Und er lebte tatsächlich noch einige Jahre danach. Der Enthusiasmus hat das Blatt gewendet. Es war eine große Wirkung. Wie können wir lernen, enthusiastischer zu sein? Das kann man in der Tat lernen. Und in der Regel lernt man es, wenn man mit Menschen zusammen ist, die begeistert sind. Ich möchte Ihnen ein Beispiel aus Studien geben, die an Lehrern durchgeführt wurden. Sie haben herausgefunden, dass Schülerinnen und Schüler in Klassen, in denen die Lehrerinnen und Lehrer mit Begeisterung unterrichten, engagierter sind, bessere Noten erzielen und weit weniger schummeln. Sie haben festgestellt, dass sie sich Konzepte umso besser merken, je enthusiastischer der Lehrer ist. Aber sie wollen auch nicht schummeln, wenn sie einen Test schreiben, weil sie diese Verbindung haben. Sie wollen den Lehrer nicht im Stich lassen. In solchen Umgebungen fängt man also an zu lernen, ihr Gehirn wird wirklich verändert. Sie erhalten Informationen, aber sie lernen auch, sich zu begeistern. Es gibt einen großartigen Videoclip, den ich manchmal zeige, wenn ich dieses Thema unterrichte, von einem Lehrer, der in ein Klassenzimmer kommt. Keiner hört zu. Und dann beginnt er etwas zu sagen. Jemand hört zu und dann vergrößert er das und schon bald sind alle dabei. Und er fängt an, seinen Körper zu bewegen und verschiedene Dinge zu tun. Und schon bald sind alle nur noch auf ihn konzentriert und alle machen mit, außer einem Schüler. Und dann geht er zu diesem Schüler hinüber und selbst er engagiert sich. Und so kommt es zu dieser Kaskade von Begeisterung, Einfluss, Zusammenfluss und Einigkeit. Ja, das kann man lernen und man lernt es meistens, indem man jemanden beobachtet.
Für das Wort Begeisterung selbst haben wir eine Definition gegeben und eine Definition war diese Vitalität und dieser Optimismus, diese vorwärtsgerichtete Art von Bewegung. Aber eine andere, eigentlich genauere Definition von Begeisterung ist Entheos. Es bedeutet eigentlich Gott im Inneren. Und ich möchte darauf hinweisen, dass Gott, wenn er in sie eindringt, sie Dinge lehren kann. Sie können Dinge lernen, die sie nie zuvor gelernt haben. Was sind die spirituellen Aspekte der Begeisterung? Das Wort Begeisterung wiederum kommt von zwei griechischen Wörtern, en, was innen bedeutet, und theos, Gott im Inneren. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass sehr religiöse oder spirituelle Organisationen normalerweise sehr enthusiastisch sind? Ob man mit ihnen übereinstimmt oder nicht, sie sind sehr enthusiastisch. Ich meine, nehmen wir Beispiele, die uns ein wenig erschaudern lassen, wie ISIS oder Al-Qaida. Wenn man sich Aufnahmen von ihnen ansieht, zum Beispiel in den Abendnachrichten, hat man nicht das Gefühl, dass sie nicht begeistert von dem sind, was sie tun. Weißt du, sie sind sehr daran interessiert. Und überall auf der Welt werden sie feststellen, dass Menschen, die sich sehr stark für ihre Religion engagieren, und nebenbei bemerkt, scheint die Religion in einigen Teilen der Welt abzunehmen, während sie in den meisten Teilen der Welt sogar schnell wächst. Und diese Menschen sind sehr enthusiastisch. Wenn man sich Kulturen anschaut, die ihren religiösen oder spirituellen Fokus verloren haben, wird man feststellen, dass sie sich nicht mehr darauf konzentrieren. Nicht ganz so enthusiastisch, vielleicht bei einem Sportspiel, aber sonst nirgends. Nicht mehr so enthusiastisch heißt viel mehr Depression bzw. viel mehr Ängste. Ich arbeite manchmal einen Teil des Jahres in skandinavischen Ländern und dort gibt es viele Depressionen, viele Ängste. Diese Zahl scheint jedoch sprunghaft angestiegen zu sein, da sie sich von ihrer religiösen Orientierung entfernt haben. Vor einigen Jahren sagte man in einem dieser Länder, wissen Sie was, wir haben einen Zustrom von Menschen, die sehr, fast schon militant für ihre Religion eintreten, aber wir scheinen keine Antwort zu haben. Wir sind nicht so begeistert von irgendetwas. Und was haben sie in diesem Land gemacht? Sie beschlossen, eine neue Übersetzung der Bibel für das ganze Land zu drucken. Und so wird eine neue Bibelübersetzung für das ganze Land gedruckt. Sie geben es jedem. Es ist sehr wohlhabend, wissen Sie, sodass sie sich das leisten können. Und niemand will sie lesen. Und raten Sie mal, was sie getan haben. Sie brachten die Bibeln zurück. Sie sagten, wir sollten sie mit neuen Abdeckungen versehen. Wir werden die Cover der bösen Mädchen der Bibel auflegen. Sie sind also spärlich bekleidet, aber auf der Vorderseite sind die Prostituierten zu sehen, wie Rahab und andere. Und dann all die Geschichten in der Bibel, die eigentlich ziemlich interessant sind. Wenn man die Bibel knackt, ist sie wirklich interessant, weil sie sehr radikale Geschichten enthält. Und so stellen sie Bilder über diese. Sie wollten damit sagen, hey, kehrt zurück zu euren spirituellen Wurzeln. Kehren Sie zu den Dingen zurück, die Sie wirklich begeistern. Denn ohne Begeisterung scheint nichts zu passieren. Ein anderer Bereich ist zum Beispiel die Wissenschaft. Die Wissenschaft hat sich in den sogenannten heidnischen Kulturen, in denen es mehrere Götter gab, nicht mehr so entwickelt. Wenn es nur eine Gottheit gibt, scheint es einen echten Schwerpunkt zu geben. Und besonders in der jüdisch-christlichen Kultur hat sich die Wissenschaft entwickelt. In diesem Kontext hat sich die Wissenschaft entwickelt. Ich lese im Moment ein faszinierendes Buch mit dem Titel »Die Bibel, der Protestantismus und der Aufstieg der Naturwissenschaften«. Aber die Menschen begeistern sich für die Bibel und alles, was darin stand, und das führte tatsächlich zur wissenschaftlichen Revolution. Das vergessen wir heute manchmal. Es gibt also eine echte spirituelle Verbindung mit En Theos, dem inneren Gott. Ich gebe Ihnen ein weiteres Beispiel dafür. Wissen Sie, es gab eine Zeit in der Geschichte Großbritanniens, in der es die sogenannten Enthusiasten gab. Und die Enthusiasten waren diejenigen, die so begeistert von Gott waren, dass sie gar nicht anders konnten, als es zu erzählen. Einer dieser Männer war ein gewisser George Whitefield. George Whitefield war ein sehr berühmter Prediger. Er war ein Zeitgenosse der Wesley-Brüder. Und er kam nach Amerika und predigte in ganz Amerika, an verschiedenen Orten, manchmal vor 5.000, manchmal vor 25.000 Menschen. Und er predigte mit solch einer Kraft und einem solchen Elan, dass die Menschenmassen einfach kamen und so lange, wie er predigte, gebannt waren. Es kann eine Stunde sein, es kann zwei Stunden sein. Und jedes einzelne Wort, das er sagte, erregte ihre Aufmerksamkeit. Es gab einen Mann in der amerikanischen Geschichte, sein Name war Ben Franklin. Er war eigentlich eine Art Deist, vielleicht nicht einmal das, ein Skeptiker, ein Rationalist. Aber er liebte es, Whitefields Predigten zu hören. Also ging er eines Tages zu Whitefield, um ihn predigen zu hören. Der Enthusiast, richtig? Er war also sehr begeistert von dem, was er predigte. Das heißt aber nicht, dass es erfunden war.
Ich würde sagen, es war wahrscheinlich buchstäblich in Theos, Gott in ihm. Er wurde vom Heiligen Geist angetrieben, könnte man sagen. Und er hat gepredigt. Und Benjamin Franklin kam und sagte, wenn ich gehe, weiß ich, dass er um meine Kollekte bitten wird. Ich möchte ihm kein Geld geben. Und er hatte ein paar Kupfermünzen, ein paar Silbermünzen und ein paar Goldmünzen in seiner Tasche. Und er begann, Whitfield beim Predigen zuzuhören. Und während er zuhörte, veränderte sich etwas in seinem Herzen, in seinem Geist. Und tatsächlich, er wusste, dass er eine Sammlung fordern würde. Er sagte, wenn er es verlangt, werde ich ihm einfach die Kupfermünzen geben. Zuerst wollte er nichts geben, aber dann sagte er, ich werde das Kupfer geben. Zweitens sagte er, nachdem er noch ein paar Zeilen gehört hatte, nein, ich muss die Silbermünzen geben, das ist zu gut. Schließlich endete er mit einem Appell. Er sagt, seht her, ich gebe alles. Und er gab nicht nur das Kupfer, sondern auch das Silber und das Gold. Und mehr noch. Als er ging und begann, darüber zu schreiben, sagte er, es sei nicht nur seine enthusiastische Predigt. Ich weiß nicht, ob er das Wort enthusiastische Predigt verwendet hat, aber man nannte ihn einen Enthusiasten. Es war nicht nur das. Sehen Sie sich an, was in unserer Stadt passiert ist. Die Tavernen sind geschlossen. Die Ehen kommen zusammen. Die gesamte Gesellschaft verändert sich aufgrund dieser enthusiastischen Predigten, die andere Menschen dazu bringen, sich zu begeistern. Die Menschen sangen auf der Straße und sangen Hymnen, wissen Sie? Sie haben Psalmen gesungen. Es hat sich etwas geändert. Durch diese geistige Begeisterung, könnte man sagen, hat sich in der Gemeinde etwas verändert. Haben Sie heute eine besondere Botschaft für uns? Nun, wissen Sie, Enthusiasmus kann man nur durch die Linse einer vielleicht säkularen Linse betrachten. Ich muss mich mehr bewegen, ich muss mit begeisterten Menschen zusammen sein und all diese verschiedenen Dinge tun. Aber wissen Sie, dieses letzte Konzept, das ich Ihnen gegeben habe, was den spirituellen Aspekt angeht, so denke ich, diesen müssen wir wirklich überdenken. Alle Kulturen, die ihren Bezug zu Gott verloren haben, verlieren ihren Fokus als Kultur, als Nation. Sie werden reif für andere, die mit Begeisterung dabei sind. In meinem eigenen Leben habe ich das alles verloren. Aber als ich zurückkam, als ich von einer atheistischen Denkweise zurückkam, 10, 11 Jahre als Atheist, deprimiert, ängstlich und alles, als ich zurückkam und das Spirituelle in Betracht zog, nicht für mich selbst, nicht für jemanden anderen, das war es, was mich vorher abgeschreckt hatte. Aber als ich mir das selbst angesehen habe, hat das mein Leben total verändert. Gott kam nach innen. Ich wurde in Theos, begeistert. Und jetzt ist es einfach großartig zu sehen, wie sich das Leben von Menschen durch die Kraft der Begeisterung verändert. Don McIntosh, danke, dass Sie heute bei uns sind. Es war mir ein Vergnügen, Sie in unserer Sendung zu haben. Gerne. Begeisterung kann wirklich einen Unterschied in unserem Leben machen. Aber Begeisterung für das, was man tut, zu haben, bedeutet nicht, dass man keine Herausforderungen oder Schwierigkeiten haben wird. Es ist eine Tatsache, dass wir alle im Leben vor Herausforderungen stehen. Aber wenn man eine positive Einstellung hat, ist man besser gerüstet, um mit allen Problemen umzugehen, die auftauchen. Deine enthusiastische Einstellung wird auch einen bleibenden Eindruck bei deinen Mitmenschen hinterlassen. Sie zeigt, wie deine positive Einstellung dir hilft, Hindernisse zu überwinden, Probleme als Chance zu sehen, auf eine Lösung hinzuarbeiten und hinterlässt das Vermächtnis eines gut gelebten Lebens. Viele erfolgreiche und berühmte Menschen haben die Kraft der Begeisterung erkannt. Und ich möchte dir einige ihrer Kommentare zum Thema Begeisterung mitteilen. Enthusiasmus ist ansteckend. Enthusiasmus ist das Wichtigste im Leben. Enthusiasmus ist Begeisterung mit Inspiration, Motivation und einer Prise Kreativität. Nichts Großes wurde jemals ohne Enthusiasmus erreicht. Handle enthusiastisch und du wirst begeistert sein. Enthusiasmus ist das größte Kapital der Welt. Es ist besser als Geld, Macht und Einfluss. Diejenigen, die mit einer enthusiastischen Idee befeuert werden und die es zulassen, dass sie sich durchsetzt und ihre Gedanken beherrscht, eröffnen sich neue Welten. Solange der Enthusiasmus anhält, werden sich auch neue Möglichkeiten ergeben. Unser Schöpfergott möchte, dass wir ein Leben genießen, welches mit Freude und grenzenlosen Möglichkeiten gefüllt ist. Sie verwandelt ein mittelmäßiges Leben in ein Leben, das mit Sinn und Verstand erfüllt ist.
Hör dir an, was die Bibel in Johannes Kapitel 10, Vers 10 sagt. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Gott möchte, dass wir das Beste im Leben erleben. Er möchte, dass wir ein Leben in Fülle erfahren. Enthusiasmus ist eine extrem starke Eigenschaft, die unserem Leben einen Sinn und eine Bedeutung geben kann. Gott hat dich für ein zielgerichtetes Leben ausgestattet. Wenn dir die heutige Sendung über die Kraft der Begeisterung und unsere Überlegungen darüber, wie sie unsere Entscheidungen, unsere Einstellungen und unser Leben verändern kann, gefallen hat, dann solltest du nächstes Mal wieder dabei sein, wenn wir eine weitere Reise des Lebens miteinander teilen werden. Bis dahin, lasst uns beten und um Gottes Segen für jeden von uns bitten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass deine Liebe unserem Leben einen Sinn geben kann, dass sie uns ein Ziel vor Augen führt und uns den Weg in die Zukunft zeigt. Wir beten, dass du uns die Kraft gibst, eine positive Haltung einzunehmen und in allem, was wir tun, begeistert zu sein und ein Leben in Fülle zu haben. Wir beten in Jesu Namen. Amen.